Die EM steht heute vor der Tür, liebe Freunde. Heute Abend geht's endlich los. Italien gegen die Türkei. Ich freue mich riesig, dass es losgeht. Ich liebe ja solche großen Turniere. Und letztes Jahr wäre es ja eigentlich schon so weit gewesen. Da war Corona, jetzt zwar immer noch Corona, aber es geht wenigstens los. Und einige Stars werden spielen. Ein Ronaldo zum Beispiel, ein Thomas Müller. So ein paar alte Recken sind schon mit dabei. Auch junge wie Mbappé. Aber es fehlen auch einige Leute, wie zum Beispiel Ibrahimovic. Und auch ein Erling Haaland. Sergio Ramos darf natürlich auch nicht vergessen. Ja, Haaland sagte, als sie es nicht geschafft haben, Norwegen, sagte er über die EM, ich bin richtig sauer, wir hätten die Möglichkeit, aber das war einfach nicht gut genug. Ja, sie haben es nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Sie haben es nicht geschafft, in den Playoffs sich irgendwie durchzusetzen. Und das, obwohl Haaland da dann auch dabei war. Ja, er wurde da auch sehr stark kritisiert. Relativ deutlich wurde er im norwegischen TV dafür sogar angegangen. Es wurde gesagt, er wurde viel dafür gelobt, wie emotional er bei Dortmund ist, wenn es nicht läuft. Hier siehst du davon nichts, hatte ein TV-Experte, der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Arne Risse, gesagt und damit relativ hart Haaland angegangen. Es ist immer so ein bisschen das Problem, wenn du der Star bist in einem Team, in einem Ensemble und dann gehen alle davon aus, dass du alleine diese Mannschaft schulterst und Haaland ist ja immer noch relativ jung und Norwegen hat eben nicht den allerbesten Kader. Da waren andere eben stärker und dementsprechend ist Haaland noch nicht dabei. Ich glaube, er wird richtig sauer sein, dass er da nicht dabei ist, weil für so einen jungen Spieler, wenn man sieht, ein Mbappé ist mit Frankreich Weltmeister geworden, ist natürlich das Schönste dann auch für ja, seine Nationalmannschaft dann aufzulaufen und vielleicht sogar bei der EM weit zu kommen. Tja, so ist eben nicht passiert und ich finde es natürlich ein bisschen schade, ihn nicht zu sehen bei der EM und auch ein Ramos nicht zu sehen, auch ein Ibrahimovic, sehr schade. Ich sage immer, ich will die größten Stars auch sehen, solange sie noch spielen. Ronaldo, Messi, so lange werden wir sie nicht mehr haben und dementsprechend weiß ich nicht. Sind natürlich noch genug andere Stars mit dabei, meine lieben Freunde. Ist natürlich klar, aber ja, die werden uns zumindest mal fehlen. Was habt ihr, meine lieben Freunde? Ach, Virgil van Dijk habe ich ganz vergessen. Er wird leider ja auch nicht spielen können. Ja, auch noch ein absoluter Star, der nicht am Start ist. Naja, eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Wenn ihr wissen wollt, was die Engländer 9 Monate lang geübt haben, um bei der EM zu gewinnen, klickt in die Mitte, findet es raus. Wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.